Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch in diesem Tutorial, wie ihr aktuell 2018 vom alten YouTube-Design ins neue switcht und wieder zurück. Das hat sich jetzt nämlich geändert. Vorher konnte man, wenn man das neue Design hatte, über einen einfachen Link im Dropdown-Menü unter dem Profilbild wieder zum alten Design switchen. Das haben die jetzt abgestellt, aber es gibt immer noch einen Weg von neu zu alt wieder zurückzugehen. Die meisten mögen halt die alte Ansicht am liebsten, so wie sie jetzt hier zu sehen ist von meinem Kanal. Und ich zeige euch jetzt, wenn ihr das neue Design gemacht habt, wie ihr dahin wieder zurückkommt, aktuell. So, erstmal muss ich dafür natürlich jetzt wieder ins neue Design switchen. Das geht einfach hier unten über den Link Neue Funktionen testen. Da kann man dann hier das neue YouTube-Design entdecken, ausprobieren, klicken und dann zu YouTube zurückgehen und ihr habt dann die neue Ansicht, die halt den meisten nicht gefällt. Wenn man jetzt hier auf das Profilbild geht und auf seinen Kanal, dann sieht das jetzt so aus. So, wie komme ich jetzt von hier wieder zum alten Design zurück? Wie gesagt, vorher konnte man einfach aufs Profilbild hier oben rechts klicken und dann war hier unten ein Link zum alten Design zurückgehen. Den haben Sie nicht mehr hier. Es geht aber trotzdem noch und zwar müsst ihr jetzt stattdessen auf Creator Studio hier klicken. Und dann geht ihr auf den YouTube-Link hier wieder zurück. Und aus irgendeinem Grund habt ihr dann das alte Design wieder. Wenn ihr jetzt auf meinen Kanal geht, dann seht ihr, habt ihr das alte Design wieder. Ihr könnt es auch anders machen. Und zwar, ich switche jetzt nochmal um auf das neue Design. Es gibt auch noch einen anderen Weg. Den zeige ich euch auch eben noch. Dann sind wir wieder zurück im neuen Design. Einfach nochmal testen, dass es auch das neue ist. Mein Kanal. So, ihr seht, ich habe wieder das neue Design. Jetzt geht ihr wieder auf das Creator Studio oder Studio und geht auf YouTube Studio Beta. Und hier geht ihr auf Creator Studio Classic. Sagt einfach hier Sonstiges bei der Auswahl und geht auf Senden. Und auch dann habt ihr wieder das alte Design. Wenn ihr jetzt hier wieder auf meinen Kanal geht, dann seht ihr, dass ihr wieder das alte Design habt. So geht das. Jetzt haben einige gesagt, denen ich diesen Tipp schon gegeben habe, dass sie das Problem haben, dass wenn sie das Fenster von YouTube zumachen und wieder reingehen, dass dann wieder die neue Version ist. Wenn das ist, ja, dann kann man es nicht ändern, dann müsst ihr halt immer wieder diese Schritte, die ich gerade gezeigt habe, nochmal machen. Also immer wieder einfach hier auf das Icon gehen, Creator Studio und dann ist es halt wieder da, das alte Design. Aber vielleicht habt ihr ja Glück, bei mir ist es nicht so, wenn ich das Fenster zumache und wieder aufmache, dann bleibt das alte. Ja, das als kleiner Tipp für alle, die lieber das alte Design mögen und mit dem neuen genauso wenig anfangen können wie ich. Ich hoffe natürlich, dass uns das alte noch eine Weile erhalten bleibt und sie es nicht irgendwann ganz einstampfen. Aber wenn ihr dasselbe Problem habt, dann wisst ihr jetzt, wie ihr das lösen könnt. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, lasst mir einen netten Kommentar da und ein Abo kostet auch nichts. Ich freue mich über jeden, der neu dazukommt. Danke und tschüss!